hässliches, ekliges Kackvieh. Vielleicht kann ich ja doch noch auf irgendeinen Rex drauf. Irgendwie möchte ich jetzt gerade wieder auf einen Rex. Mamfine, nein! Habe ich das gerade richtig gesehen? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Heute ist wieder Freitag und eigentlich wäre heute Bossfight-Zeit. Aber mir ist ja eingefallen, dass wir den Drachen auf schwer besiegen müssen. Und dann ist mir eingefallen, dass wir das ja noch nicht gemacht haben. Und das hat einen Grund, denn wir brauchen noch ein Artefakt aus der ganz schweren Unterwasserhöhle, nämlich das Artifact of the Cunning. Das haben wir bis jetzt noch nicht bekommen. Und ja, das gibt es ja nur in dieser verdammten, blöden Unterwasserhöhle. Ich habe jetzt mal Folgendes getan. Ich habe meinen Ichti, meinen Flipper, den habe ich auf Speed geskillt. Ich habe ihm sämtliche Level vergeben, habe ihn auch noch ein bisschen hochgeskillt. Ja, ich habe ihn versucht, über 300 Leben zu bringen. 900 Stamina und 154 Movement Speed hat er jetzt. Ja, und damit müssen wir jetzt da rein. Es hilft alles nichts. Wir müssen jetzt da rein und das wird wahrscheinlich richtig hässlich jetzt. Ich wollte das jetzt schnell mit dem U-Boot machen, weil das U-Boot ist schnell, kann sich wehren und hat über 500.000 Leben. Aber leider fällt das jetzt aus, ne? Wegen ist nicht, wegen Mod funktioniert nicht, wegen Update. Ich probiere das jetzt einfach auf die klassische Methode mit Speed Flipper. Mal gucken. Ich hoffe, das klappt. Oh Gott, es leckt. Das ist der Laderuckler, wenn die Höhle geladen wird. Holy shit, ey. Also die Höhle müsste jetzt auch noch leer sein, tatsächlich. So ein bisschen zumindest. Weil jetzt ja noch das Update kam und da musste ich ja Destroy Wild Dinos machen. Okay, da jagen sie mich schon. Die kleinen hässlichen Scheißviecher. Das Blöde ist, ich weiß auch den Weg gar nicht. Irgendwo unten gab es eine Tür angeblich. Hier nicht. Das ist, glaube ich, nur eine Fake-Tür. Irgendwo soll es hier einen Eingang geben, den ich wohl auch schon mal gesehen habe, tatsächlich. Ich weiß nur leider nicht, wo der ist. Das ist halt leider so ein bisschen scheiße. Ich habe den nie... Oh Gott, fuck. Ich habe den nie gesehen im Video, muss ich sagen. Irgendwo soll es hier einen Weg geben. Ach du Scheiße. Holy fuck. Sie jagen mich schon. Sie jagen mich schon. Vor allem, wo kann ich hier Stamina recken, ohne dass ich sterbe? Angeblich soll es hier irgendwo einen Eingang geben. Irgendwo hier. Unten habt ihr mir auch geschrieben. Unten soll es den geben. Ich sehe nichts. Wo soll denn hier ein Eingang sein? Verdammt. Hier so? Ist es hier? Ja, hier. Scheiße. Stimmt, ihr habt recht. Versuch mal ein bisschen langsam zu schwimmen. Stamina ist gereckt. Alles klar. Oh Gott, fuck it. Ist irgendwas hinter mir? Nee. Der Weg nach draußen wird auch lustig. Ah, da ist es. Okay, wir haben es. Schnell absteigen. Schnell dahin. Nein, wo ist es? Inventory. Oh Gott, das ist ja eine fiese Falle. Ah, jetzt habe ich Escape gedrückt. Das ist ja eine fiese Falle jetzt. Dass man da ins vom Inventory, also von dem Crafting ins Inventory wechseln muss bei den, Artefaktkisten. Oh Gott, warte mal, wo ist denn jetzt lang? Hier oben. Hier war ich noch nie. Scheiße, ich bin so aufgeregt. Ey, mir geht so die Pumpe gerade. Hoffentlich passiert jetzt nicht irgendwas. Nicht, dass meine Maus jetzt irgendwie keinen Saft mehr hat oder so. Das wäre richtig hässlich jetzt. So, jetzt einfach nur raus. Einfach nur raus. Einfach nur weg. Wir müssen nicht kämpfen oder so. Einfach nur weg. Einfach nur raus. Nicht in die Qualle rein. Das ist auch gut, dass ich wegen dem Update kurz vorher nochmal Destroy Wild Dinos eingeben musste. Dann heißt das natürlich, dass die Höhle leer ist. Ja, da drängeln sich dann die Viecher nicht so. Und durch den Speed, den ich jetzt hier habe, bin ich natürlich schnell. Warum habe ich mir da eigentlich so eine Panik gemacht? Das geht doch eigentlich voll easy hier. Einmal reingeschlupft und schon hat man das Artefakt. Ich meine, gut, dass ich jetzt hier den Flipper ewig nicht gelevelt habe. Na, der hat jetzt halt über, weiß nicht, 400 Folgen oder so, hat er da jetzt rumgestanden. Ach, wahrscheinlich noch länger. Und hat natürlich dann die Level angehäuft. Ja, dann können wir ja den Bossfight jetzt doch noch machen. Ich dachte jetzt, das fällt aus, weil ich wahrscheinlich sterbe oder so. Wunder, wunderschön. So, dann stopfe ich mal meine Taucherausrüstung wieder in den Bären rein. Und dann mache ich einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder beim Bossfight. Bis gleich. Und da bin ich wieder zurück, am blauen Obelisken, dort wo meine Rexe sich schon versammelt haben. Ich muss an der Stelle gleich nochmal etwas klarstellen. Ich habe das Engram, das Tech-Engram für den Tech-Generator, ja, der quasi dann den Strom produziert mit Hilfe von Element, habe ich jetzt schon per Cheat-Befehl freigeschaltet. Warum habe ich das getan? Weil dieser Tech-Generator freigeschaltet wird, wenn man den Affen auf Mittel, glaube ich, war es, besiegt. Und das habe ich ja jetzt schon mehrfach gemacht, tatsächlich.
schwierig und auch auf schwer habe ich den Affen schon besiegt und ich wollte jetzt nicht nochmal den Affen besiegen müssen. Ich habe mir jetzt quasi diese Belohnung rückwirkend gegeben für den Bossfight, den ich schon erledigt habe. Ja, deswegen nur so als Hinweis, ja, den habe ich jetzt schon, das können wir auch sehen, Moment, da können wir mal kurz reingucken, Engrams, Tech, nee, Moment, das sind hier, da sind die Tech Engrams. Und genau, wir haben hier den Generator, so sieht er aus. Das hier sind die Strukturen für die Unterwasserbase und auch der Tech-Mosa-Sattel. Das möchte ich jetzt freischalten, zumindest die Strukturen, die man für die Base braucht. Und ja, dann wird auch noch ein netter Nebeneffekt entstehen. Wir werden jetzt auch, wenn wir den Drachen auf schwer besiegen, das Chestpiece freischalten für die Tech-Rüstung. Dann haben wir nämlich die Tech-Rüstung auch komplett. Und ich weiß nicht, den Teleporter, wenn man den freischaltet, weiß ich gar nicht, ob der beim Drachen jetzt auch dabei ist oder nicht. Keine Ahnung. Es kann auch sein, dass wir dafür nochmal die Brutmutter besiegen müssen auf schwer. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Sollte das so sein, werde ich mir diesen Engram wahrscheinlich auch nochmal rückwirkend geben, weil das hat ja keinen Sinn. Ich will jetzt auch nicht mehr so viele Bossfights machen. Das nutzt sich langsam ab. Ja, aber den Drachen auf schwer, den machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Das habe ich euch ja auch schon länger mal versprochen. Ich habe auch alle Items, die ich jetzt dafür brauche, im Inventar. Ich hoffe, das sind alle, müssten aber alle sein. Ja, wir haben die Zähne und das Artefakt hier, was wir uns gerade noch geholt haben. Und die ganzen anderen Artefakte. So, jetzt stecke ich die mal da rein und guck mal, ob irgendwas fehlt. Ihr merkt schon, ich bin überladen. Das geht alles gerade so mit dem Gewicht, ja. Das ist schon echt hier hart an der Grenze wieder. Ich habe auch weniger Raketen mitgenommen, weil die meiner Meinung nach eh nicht so viel bringen. Das braucht viel zu lange zum Nachladen. Und ja, der Bogen ist da, glaube ich, geiler, wenn man auf einen Boss schießt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir nehmen mal Zähne rein, das rein, das rein. Ja, ich mach's mal mit T, das geht schneller. So. Ne, mit T geht irgendwie nicht. Warum auch immer, es geht nicht. Ich muss es ziehen. Irgendwie kann ich nicht T drücken, um das rüberzuschieben. Keine Ahnung warum, was da wieder los ist. Wahrscheinlich wieder kaputt gepatcht oder so, man weiß es nicht. So, dann haben wir es doch. Tributes. Ah, Artifact of the Clever fehlt noch. Den haben wir aber noch im Schrank. Das ist kein Problem. Das ist absolut kein Problem, meine lieben Freunde. Artifact of the Clever haben wir hier noch, genau. So, jetzt seht ihr aber schon, beim Artefaktschrank hat sich's ganz schön ausgedünnt. Ich muss demnächst mal wieder in die Höhlen gehen. Das werde ich wahrscheinlich eher offscreen machen, weil onscreen möchte ich die Zeit lieber nutzen, um dann eine Unterwasserbase aufzubauen. Das bringt, glaube ich, mehr. So, dann, meine lieben Freunde, tun wir das jetzt hier, ne? Wir beschwören den jetzt. Craft, ja, Craft One, würde ich sagen, ne? Ich crafte ihn einmal, den Drachen. So, den Rest hier, den nehmen wir uns wieder rein. Das müssen wir ja nicht umkommen lassen, das Zeug, ne? So, wo ist jetzt Mamphine? Ich würde gerne auf Mamphine sitzen, hier, ne? Mamphine ist hier. Hoffentlich wäre ich auch mitgeportet jetzt. Aber ich bin jetzt nicht zu weit am Rand. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich habe so Angst. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Vor allem der Drache, ey. Der war auf leicht schon so schwer. Na gut. Alles gut gegangen? Alles gut gegangen? Ja, es sieht gut aus. Wir sind da. Wir sind in der Arena. So, ihr folgt mir mal gleich alle, würde ich sagen. Ah. Ah. Nein, lasst mich durch. Oh Gott. Ah, ihr sollt mich doch durchlassen. So, jetzt alle mal hier bitte an die Klippe versammeln. Bitte alle mal hier hin. Es gibt da nämlich so eine Art kleineren, ja, Glitch, könnte man schon fast sagen, der dazu führt, dass der Drache sich nämlich an dieser Klippe da verbackt. Ich muss nur dafür sorgen, dass alle Rexe jetzt mitkommen. Nein, schiebt mich doch nicht immer weg, ihr Säcke. Ihr müsst zu mir kommen jetzt. Alle hierher, alle hier. Oh Gott, der schießt schon mit Bomben, glaube ich, das kleine Schweinchen. So, alle jetzt hier hin. Ah, ah, ah. Ah, ah, aua. Ist der Drache schon da? Ah, nee, das sind die Petris. Warum hängt ihr hier immer fest, ihr Säcke? Ihr seid zu viele, das ist es nämlich. Oh Gott, Alter. Die Morphodon und alles. Steht doch da nicht rum wie die Ölgötzen. Ist er da schon? Ja, er ist da. Oh Gott. Alle drauf, los. Alle. Nein, nicht die, nicht da rumstehen, verdammt. Holy shit. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Wo, nein, wo rennt ihr hin? Ihr müsst hier bleiben. Ihr müsst hier bleiben, ihr müsst hier bleiben. Nicht aufteilen. Ach Mann, das ist so blöd, dass die sich so ineinander backen. Das ist so scheiße, wirklich. Das ist einfach so scheiße. Warum wird die Arena so designt, bitte? Warum macht man das so? Das ist so dumm. Es ist einfach so dumm. Dass die sich so ineinander festbacken. Das ist einfach nur bescheuert. Ohne Spaß, meine lieben Freunde. Ohne Spaß. Ja. Kommt her, los. Ah, shit.
wie sie es nicht schaffen. Okay, die schaffen es hier, alles klar. Er hier schafft es nicht, er hängt hier total fest. Okay, jetzt aber. Kommt ihr da hoch? Kommt ihr da ran? Nee. Lol, okay. Moment, ich probier mal was. Probier mal drauf zu schießen. Okay, Moment, zwei drücken. Das ist halt, das sieht ja hier auch aus wie die Medusa, ey. Treffe ich ihn? Ja, ich treffe ihn. Immer schön in den Kopf. Wird wahrscheinlich nichts bringen. Wahrscheinlich geht mein Bogen eher kaputt. Der reckt wahrscheinlich viel zu schnell auf schwer. Und dann noch mit dem Level. Aber wir haben auch 22 Minuten Zeit. Es ist nur jetzt doof, dass die Rexe da nicht rankommen. Der Drache kommt irgendwie auch nicht ran. Komm zu mir, du Tier. Okay, wartet mal. Wenn ihr euch mal alle beruhigen würdet, dann könnte ich euch vielleicht auch da mal zu dem Drachen lotsen. Ich muss mir echt mal angucken, wie diese Commands sind, verdammte Scheiße. Wie sind jetzt diese 5 Commands? Whistle all passive. Was ist denn Semikolon, verdammte Scheiße? Könnt ihr da nicht Deutsch hinschreiben, was das für eine Taste ist? Ah! Holy shit! Das kannst du doch nicht machen! Kannst du hier nicht spucken! Oh shit, ich muss trinken. Ah nein, nicht das Fernglas rausholen! Wo ist er denn jetzt? Der ist immer noch da, das kleine miese Schweinchen. Moment, Optionen, Semikolon. Weißt du was? Wir geben das jetzt mal auf Punkt. All passive. So, Punkt, genau. Und all neutral, Hyphen. Was soll denn Hyphen sein? Alter Schwede, das machen wir jetzt auf Komma. So. Also, period ist all passive. Und Komma ist neutral. So. Alle passiv und alle zu mir. Los, alle zu mir. Dann müssen wir halt da hoch. Es hilft ja alles nichts. Dann funktioniert das nicht mit dem Festglitschen da. Ja, ja, Moment. Jetzt. Alle neutral. Greift sie an, greift sie an. Oh, scheiße, ich sehe gar nichts, ey. Nein, ah. Haltet mich doch nicht fest. Seid ihr jetzt alle neutral? Ja. Wo ist denn jetzt der Drache hin? Ah, hier. Ah. Alle ruf Tata. Scheiße, der Rexy hat schon noch halbes Leben, ey. Ja, alle drauf gehen, los. Also, auf den Drachen. Holy fucking shit. Um Gottes Willen, ey. Um Gottes Willen. Man sieht's gar nicht richtig, ey. Das ist ein bisschen schade gerade. Ich sehe auch gar nicht... Ah, der Lebensbalken ist oben, okay. Mamfine ist direkt unter ihm. Das ist auch irgendwie sehr verstörend gerade. Scheiße, ich versuche mal lieber zu helfen, indem ich drauf schieße. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Ruf Tata! Alle Ruf Tata! Wir haben noch 20 Minuten, es geht. Shit, ey. Jus Junior ist genau in der Schusslinie. Nein! Jus Junior ist gestorben. Scheiße. Aber das ist ganz gut, wenn der Drache sich immer nur erstmal auf einen Rex konzentriert. Dann können die anderen nämlich ordentlich Stoff geben. Okay, los, 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 weiter drauf. Du hässliches, ekliges Kackvieh. Ah! So, vielleicht kann ich ja doch noch auf irgendeinen Rex drauf. Irgendwie möchte ich jetzt gerade wieder auf einen Rex. Mamfine, nein! Habe ich das gerade richtig gesehen? Dass Mamfine gestorben ist? Holy shit, ey. Der hat gerade mal nur die Hälfte verloren. Okay, das wird bitter. Das wird echt bitter jetzt. Also wenn zu viele Rexe sterben, kann ich an der Stelle schon mal ankündigen, werde ich den Spielstand nochmal laden. Und eventuell zur Not auch nochmal den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterdrehen, dass der Drache auf... Ja, okay. Das ist, glaube ich, zu krass. Das schaffe ich, glaube ich, nicht mit diesen Rexen hier. Das können die nicht schaffen. Wenn Mamfine es selbst nicht schafft zu überleben. Aber das Blöde ist, die haben am Anfang auch wieder Schaden gekriegt, ohne dass es einen Grund dafür gibt. Also ohne, dass es wirklich notwendig gewesen wäre. Weil der Drache einfach von oben Feuer gespielt hat. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair, ne? Weil sie wieder festgehangen haben am Anfang. Deswegen werde ich wahrscheinlich lieber dann den Spielstand nochmal zurückspielen. Okay, da würde ich sagen, das machen wir jetzt am besten gleich. Es hat keinen Sinn, hier weiterzumachen. Das werden wir nicht schaffen. Naja doch, wir können es schaffen, aber die Verluste wären halt zu groß. Und ich habe die Rexe vorher nicht nochmal verpaart. Das kommt auch noch dazu. Ich will mal gucken, ob wir es schaffen jetzt. Ich will mal gucken, wie viele Rexe sterben. Und dann schaue ich mal, ob ich das nochmal zurücksetze.
Das interessiert mich jetzt mal, wie viele Rexe jetzt draufgehen. Noch ist keiner wieder gestorben jetzt, aber ich wette, wenn er jetzt das nächste Mal Feuer speit, der Drache, er fliegt weg. Du kleines, mieses Schweinchen, du fliegst einfach weg. So geht das nicht, komm zurück. Oh, oh nein, 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 oh nein. Okay, es hat nur meine Dings erwischt. Shit. Lande, du Schwein. Du Priester der Schweine. Warte mal, alle passiv. Und jetzt folgt mir mal bitte. Oh shit, ich bin ja auch halb tot, ey. Du mieses kleines Schweinchen da. Kommst du woher? Lande, du Schweinepriester. Hör auf, dich hochzuheilen. Man kann auch nicht von hier ihn treffen. So, jetzt alle neutral. Alle neutral. Oh, scheiße. Shazadi wurde getötet. Nein. Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt alle ruf. Alle, die noch da sind. Du auch. Was machen die denn da hinten? Wo sind die denn da hin? Oh Gott. Oh nein, der Rex hier, auf dem ich bin, ist auch gleich down. Scheiße, ich muss runter. Ich schaff's nicht. Okay, jetzt sterben sie alle. Okay, ja. Ja gut, muss ich wohl den Spielstand zurücksetzen. Scheiße, noch eins. Wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder zurück. Ich beschwöre gerade ein weiteres Mal den Drachen. Ich habe den Spielstand jetzt zurückgesetzt. Und zwar habe ich jetzt eine Änderung vorgenommen. Der Schwierigkeitsgrad steht jetzt auf 0,5. Das heißt, der Drache spawnt nur auf Level 50. Und ich habe auch den Dino Health Regen von meinen gezähmten Tieren ein bisschen hochgedreht, damit die ein bisschen mehr Leben regenerieren. Mal schauen, ob ich es mit diesen zwei Änderungen jetzt tatsächlich schaffen kann. Ich habe die jetzt auch gleich von Anfang an mal auf passiv gepfiffen und mal zu schauen, ob die mir dann besser gehorchen, wenn ich jetzt hier, wenn wir jetzt hier rumlaufen. Ja, hoffentlich hängen die jetzt nicht fest gleich wieder. Hängt ja wieder fest. Ja, natürlich hängen die wieder fest. Das ist echt so ätzend. Es ist so ätzend, dass ihr da immer festhängt gleich am Anfang. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Das ist doch Kacke. Das ist echt so nervig. Das macht das viel schwerer, als es eigentlich sein müsste, dass man die da... Ja! Ach, und dann schießt der immer schon auf einen. Ich bin noch gar nicht so weit. Das ist voll unfair. Das ist ungerecht. Das darf so nicht sein. Ja, jetzt kommen sie alle wieder zu mir hier. Scheiße. Okay, nochmal. Alle weg, alle weg. Ist der Drache jetzt schon da? Oh Gott. Aua. Ah, fuck it. Nein, haut ab, ihr kleinen dreckigen Mistviecher. Lasst mich in Ruhe. Hallo, Rexe, mach doch mal was. Ach ja, scheiße, ich muss hier auf neutral pfeifen. Das machen die ja gar nichts. Mann, oh Mann. Schützt mich, schützt mich. Mein Gott. Gott. Hängt da jetzt immer noch einer fest? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, scheiße, hier. Ah, löscht mich, löscht mich. Ja, oh, das ist gut, was da passiert. Moment, jetzt müssen irgendwie es schaffen, die hier verbuggt sind, noch mit drauf zu schicken. Oh, da sind schon wieder welche blutig. Mann, nun kommt doch mal her, ihr... Oh, das ist so ätzend, dass die sich da so verbacken. Was ist das denn? Das ist so dumm. Wirklich, das ist einfach nur so dumm. Warum hängt ihr denn hier hinter der Wand da? Was ist das denn? Das ist doch nur ein Bug, oder nicht? Kann doch nur ein scheiß Bug sein hier. Lächerlich ist das. Einfach lächerlich. Wie soll man denn so den Bossfight machen? Das ist doch scheiße. Das ist doch absolut ultra lächerlich jetzt hier. Wie soll man denn so einen Bossfight gewinnen, wenn man schon vorher im Arsch ist, weil einfach alles festhängt? Das ist doch absolut ultra mega lächerlich, ey, wirklich. So geht das nicht. Lass mich durch. Warum hänge ich denn jetzt schon wieder? Oh, warum haben die Arena so gebaut? Ey, wirklich, ich bin gerade am Ausrasten. Warum bauen die scheiß Arena so, dass man überall festhängt? Es ist doch noch schlimm genug, dass das Mistvieh fliegen kann, mal ehrlich jetzt. Das ist doch lächerlich. Muss man doch wirklich mal sagen jetzt. Das ist doch absolut ultra lächerlich, was da passiert. Jetzt hängen die da wieder fest, die Hälfte, und kommt nicht ran, ey. Ich krieg... Aber sie sind gleich tot. Also der ist gleich tot, der Drache. Das ist schon mal gut. Los, alle raufbeißen jetzt. Alle raufbeißen. Dann haben wir das Mistvieh. Und... Ja! Gott. So, wer ist jetzt eigentlich gestorben? Ist jetzt überhaupt einer gestorben? Nee, ich glaube nicht. Wir haben es alle noch gerade so... Ah, das Element! Tasche, 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 Tasche. Wo ist die Tasche? Wo ist die Tasche? Nein, die Tasche ist nicht sichtbar.
Scheiß Tasche! Wenn jemand, also ich muss mal nachgucken. Wer hat denn jetzt den Drachen eigentlich besiegt? Ich weiß es gar nicht. Man sieht die Tasche nicht. Ich sehe die Tasche nicht. Ich glaube, es ist kein Rex gestorben. Es ist aber wirklich knapp gewesen für einige, glaube ich. Also manche haben hier, glaube ich, nicht mal mehr die Hälfte, glaube ich, wenn ich die so angucke. Oh Gott, ich muss jetzt echt zurückgeportet werden, sonst sterbe ich wegen der Hitze. Scheiße. Schnell, porte mich zurück! Los! Los, los, los! Porte mich doch! Scheiße! Ah. Jetzt bloß nicht runterfallen, bloß keinen Fallschaden kriegen oder irgendwas. Ich hoffe, ihr werdet alle zurückgeportet. Oh Gott. Ja, ich hänge überall. Okay. So, jetzt will ich mal wissen, wer jetzt von euch hier das Element aufgesammelt hat. Jetzt muss ich die alle mal durchsuchen. Wer war denn jetzt hier der glorreiche Killer? Wer hat ihn denn getötet? Welcher von den Rexen? Wer war es? Wer war es? Ah, ich sehe schon, wer es war. Ich glaube, es ist offensichtlich, wer es war. Okay, das ist jetzt hier... Wer ist das? Wer ist denn das? Rexinator 2, okay. Dann gehen wir doch mal gleich die Level, würde ich sagen. Gehen wir mal gleich auf Leben. Schön auf Leben, genau. Jetzt hat er 21.000. Boah, liebe Freunde. Ne? Was ist das hier? Drachentrophäe, okay. Was ist denn hier kaputt gegangen? Nur meine Handschuhe. Und ich glaube, kein Rex ist tot, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Es ist, glaube ich, kein Rex gestorben. Sind alle durchgekommen. Ramponiert, ja, aber sie sind alle durchgekommen. Okay. Habt das gesehen? Es kann funktionieren mit dem Drachen. Man muss natürlich dann ein paar kleine Modifikationen vornehmen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie mehr als die Hälfte der Rexe verlieren. Das war jetzt irgendwie nicht so cool, weil wir wollen ja auch noch irgendwie in Zukunft noch Dinge freischalten, ohne dass ich wieder komplett neu anfangen muss mit den Rexen. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ja, damit wir auch dann die Unterwasserbasen uns angucken können, sonst würde das ja ausfallen. Dann könnten wir das ja gar nicht machen. Das will ich mir ja nämlich auch angucken. Ja, genau. Und deswegen haben wir jetzt diese Lösung, oder habe ich diese Lösung jetzt in Erwägung gezogen. Ja, guckt mal hier. Daniel A. ist ganz schön ramponiert. Der hat ganz schön was abgekriegt. Ich bin auch ganz schön ramponiert. Ja, ich habe auch ganz schön was abgekriegt. Hier sind sie auch nochmal, die Ramponierten. Okay. Genau, was habe ich jetzt freigeschaltet? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Engrams... Techgrams. Genau, das Chesspiece haben wir jetzt. Ach, den Teleporter habe ich jetzt auch. Das ist ja cool. Stimmt, der Mosa-Sattel, den gab es bei der Brutmutter. So war das, genau. Also ich habe jetzt den Teleporter. Ich habe den Vakuum-Compartment und ich habe den Compartment-Moonpool. Genau, die zwei Sachen brauchen wir für die Unterwasserbasen, den Generator auch. Dann mit dem Element, was wir jetzt haben, da gehe ich jetzt zurück in meine Tech-Base und dann craften wir mal ein bisschen Unterwasser-Stuff. Ja, und schauen uns das mal an, wie das genau funktioniert, ja. Und bauen uns so eine kleine Unterwasserbase auf, würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.